TSV Husum hat in der Basketball-Oberliga heute gegen die BG Ostholstein relativ deutlich verloren. Mhm. Ein Spiel ist ja nur eine Momentaufnahme. Wie ist in Ihren Augen die bisherige Saison in der Oberliga für die TSV Husum gelaufen? Also für den TSV Husum verletzungsbedingt vor allen Dingen sehr schlecht. Also das, was wir diese Saison so an Krankheiten und Verletzungen hatten, hatten wir die ganze Saison nicht. Sagen wir nur, der große Center ist seit einer Woche wieder im Training, war in Afghanistan, hat sich dort eine Krankheit auf eingefangen, die dafür gesorgt hat, dass er zwei Monate in Quarantäne war in Hamburg. Dann diese Woche ein Spieler, freudige Nachricht, wo die Frau ein Kind gekriegt hat, aber auch ein Todesfall, ein Kind. Das ist letztendlich das Problem, dass wir diese Saison kaum, ich sag mal, eine Mannschaft haben, die ja im Training zusammenspielen kann und dann auch auswärts zu einer vernünftigen Mannschaftsleistung geführt wird. Und heute, das Schuss waren alles Einzelaktionen. Man spielt nicht zusammen, weil man kaum im Training zusammen ist. Und ich sag mal, hier in der Halle, wo sich unsere Spieler auch in der Vergangenheit immer sehr schwer getan haben, ist die Situation, dass der Hallenboden immer sehr glatt ist, wo ich sag mal, eine Heimmannschaft sich natürlich wesentlich besser darauf einstellen kann als eine Auswärtsmannschaft. Hast du mal ein Shooting schon gesehen? Okay. Dann sage ich vielen Dank. Ja, bitte. Wünsche ich Ihnen eine Heimfahrt. Ja, und dass es eben halt besser läuft bei Ihnen. Ja, die Basketballgemeinschaft Ostholstein hat heute mit einem 86-55 gegen den TSV Husum den ersten Platz behauptet und geht als Tabellenführer in die Weihnachtspause. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Nagel. Ja, vielen Dank. Das war ein starkes Spiel. Was waren die Gründe dafür, dass der Sieg doch so deutlich ausgefallen ist? Ich denke, die Husumer werden überrascht gewesen sein, dass wir die Defense deutlich aggressiver gespielt haben, als wir das im Hinspiel gemacht haben. Das Hinspiel hatten wir noch verloren in Husum. Die Mannschaftsaufstellung bei uns hat sich ein bisschen verändert. Wir haben mit Till Illermann und Manuel Thiel zwei Spieler dazu bekommen, die halt offensiv und defensiv ein echtes Upgrade auch darstellen, sodass wir jetzt im Kader ein bisschen flexibler sind. Wir haben den Stamm vom letzten Jahr beisammen behalten und haben mit den beiden Neuzugängen halt eine wirklich schlagkräftige Mannschaft. Wenn es so weiterläuft, ist Aufstieg dann ein Thema oder eher noch nicht? Das ist zu weit weg, um das jetzt schon zu sagen. Ich denke, wir können schon die ersten drei Plätze anvisieren. Das sollten wir uns auch als Ziel durchaus setzen. Was aber im nächsten Jahr, in der nächsten Saison dann passiert mit Neuzugängen, mit Abgängen im Kader, das wäre jetzt also zu früh, um zu sagen, ja, wir streben den Aufstieg an. Wir sind ein kleiner Basketballstandort in Eutin und müssen immer gucken von Jahr zu Jahr, welche Spieler wir dann wirklich haben. Vielen Dank.